Sehr geehrte Frau Staatssekretärin Müntefering, sehr geehrter Herr Botschafter Ptasek, sehr geehrter Herr Maihold, sehr geehrter Herr Paolini Gomez, liebe Alumni, Freunde und Partner des DAAD, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist mir eine große Freude, Sie heute zur offiziellen Eröffnung der neuen Außenstelle des DAAD in Bogotá begrüßen zu dürfen. Lange haben wir auf diesen offiziellen Akt gewartet, der mit der formalen Registrierung des DAAD in Kolumbien im Juli 2019 eingeleitet wurde. Lassen Sie mich kurz erläutern, weshalb sich der DAAD in Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt entschieden hat, neben den Außenstellen in Mexiko-Stadt und Rio de Janeiro eine dritte Außenstelle in Lateinamerika einzurichten. Zum einen steht Kolumbien mit über 3.700 an deutschen Hochschulen eingeschriebenen Studierenden unter den lateinamerikanischen Ländern seit 2015 an zweiter Stelle nach Brasilien und noch vor Mexiko. Zum anderen gehört Kolumbien in den verschiedenen Programmen des DAAD mit jährlich knapp 1.700 Förderungen zu den drei austauschstärksten Ländern Lateinamerikas. Solche beeindruckenden Zahlen kommen nicht von ungefähr. Dahinter stehen viele Jahre intensiver Marketing- und Beratungsarbeit des früheren DAAD-Informationszentrums in Bogotá. Dieses wurde eingerichtet, nachdem Kolumbien begonnen hatte, seine Universitäten in Lehre und Forschung auszubauen und dabei besonders die Zusammenarbeit mit Deutschland suchte. Bei der Wahl des Standortes für die neue DAAD-Außenstelle spielten aber auch geopolitische Erwägungen eine Rolle. Kolumbien gilt als Anker im nördlichen Lateinamerika mit einer besonderen Bedeutung für die langfristige Entwicklung und Stabilität der Region. Durch seine Außenstelle unterstützt der DAAD im Rahmen der Science Diplomacy der Bundesrepublik Deutschland vom Standort Bogotá aus den Aufbau eines regionalen Kontaktnetzwerks und trägt so zur Etablierung belastbarer Kooperationsformate bei. Dabei spielen unsere Alumni aufgrund ihrer Deutschlanderfahrung eine wichtige Rolle. Der Aufbau dieses regionalen Netzwerkes ist auch insofern von Bedeutung, als die Kooperationspotenziale der Hochschulen in Peru und Ecuador, für die unsere regionale Außenstelle in Bogotá ebenfalls zuständig ist, aus deutscher Sicht noch längst nicht ausgeschöpft sind. Hier soll das neue DAAD-Büro mithilfe unserer Alumni vermittelnd tätig werden. Schwieriger ist nach wie vor der Austausch mit Venezuela, trotz des ehemals großen akademischen wissenschaftlichen Potenzials dieses Landes. Praktisch alle Kooperationen mit deutschen Hochschulen ruhen derzeit. Dennoch bemüht sich der DAAD weiter um die Zusammenarbeit mit dortigen Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern. Dank der Unterstützung der Bundesregierung leistet der DAAD mit seinem Engagement in der Region einen wichtigen Beitrag zur regionalen Entwicklung und fördert den Friedensprozess, den Abbau von Ungleichheiten und die regionale Stabilität. Unter den geförderten Zentren, Projekten und Programmen sind dabei vier besonders richtungsweisend für unser Engagement in der Region. An erster Stelle möchte ich hier das Instituto Capaz nennen, das gemeinsam von 5 kolumbianischen und 4 deutschen Hochschulen sowie einem deutschen Forschungsinstitut gegründet wurde. Der DAAD fördert diese einmalige Einrichtung als Exzellenzzentrum aus Mitteln des Auswärtigen Amtes, damit sie den Friedensprozess im Land wissenschaftlich begleitet und unterstützt. Als zweites Leuchtturmprojekt in der Region sei hier das vom DAAD aus Mitteln des BMZ geförderte bilaterale SDG-Graduiertenkolleg TRANDES erwähnt, das die Freie Universität Berlin zusammen mit der Pontificia Universidad Católica del Perú durchführt. Der Fokus liegt hierbei auf der Erforschung multidimensionaler sozialer Ungleichheiten in der andinen Region und der akademischen Nachwuchsqualifizierung im Bereich der Sozialwissenschaft. Hervorheben möchte ich drittens auch das Programm COSIO-BIO, das der DAAD gemeinsam mit der GIZ und dem ecuadorianischen Biodiversitätsinstitut INABIO durchführt. Die thematische Achse des Programms bilden Klimafragen und Biodiversität. In den geförderten Projekten geht es unter anderem um Barcodes bei der Erfassung von Biodiversität sowie die Entsorgung und das Recycling von Geisternetzen in der Küstenzone. Last but not least zeigt auch die Erfolgsgeschichte des Center of Excellence in Marine Sciences, CEMARIN,
wie wichtig die Förderung von Wissenschaft über Länder- und Fächergrenzen hinweg ist. Unter dem Dach des vom DAAD aus Mitteln des Auswärtigen Amts geförderten Exzellenzzentrums C-Marin erforscht ein Verbund aus deutschen und kolumbianischen Universitäten gemeinsam komplexe Probleme der Meeresforschung und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Lösung der drängenden Fragen unserer Zeit wie dem Klimawandel. Die gemeinsame Förderung größerer Projekte ist ein guter Indikator für den Stand der Wissenschaften in einer Region und für eine erfolgreiche Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Die genannten Beispiele zeigen, dass wir uns hier auf einem guten Weg befinden. Meine Damen und Herren, nur zu gerne wäre ich als Präsident des DAAD bei der Eröffnung unserer neuen Außenstelle in Bogotá vor Ort mit dabei gewesen. Aufgrund der Reisebeschränkungen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie, die all unsere Länder sehr heftig und mit furchtbaren Folgen für die Bevölkerung getroffen hat, ist mir das heute leider nicht möglich. Doch lassen Sie mich eines feststellen. Es ist eine alte Weisheit, dass in einer Krise immer auch Chancen liegen. Die meisten Hochschulen haben diese Chancen 2020 ergriffen und treiben die digitale Transformation mit Hochdruck voran. Gleichzeitig haben wir aber auch gesehen, dass Universitäten nicht nur hier in der Region, sondern weltweit ihre internationalen Austauschprogramme einstellen mussten. Verschiedene Umfragen unter deutschen und ausländischen Studierenden zeigen aber, dass die Mehrheit der unter Pandemiebedingungen virtuell Studierenden weiterhin großen Wert auf eine physische, erlebbare Auslandserfahrung legen. Das lässt sich auch am hohen Interesse an den Informationsangeboten des DAAD erkennen. Zwischen April und Oktober 2020 nahmen mehr als 13.000 Personen die wöchentlichen Online-Seminare und Chats der Außenstelle Bogotá wahr, um sich im Hinblick auf ein Studium in Deutschland beraten zu lassen. Andere Entwicklungen werden durch die Pandemie beschleunigt. Wir sehen, dass an den Hochschulen der Zuspruch zu Formaten der Internationalization at Home steigt. Studiengänge, die gemeinsam mit ausländischen Universitäten angeboten werden, vermitteln im Rahmen des virtuell Möglichen eine fremde Sichtweise und tragen so zur Interkulturalität bei. Der DAAD unterstützt die deutschen Hochschulen zusammen mit ihren ausländischen Partnern durch spezielle, neu aufgelegte Programme bei der Entwicklung und Implementierung entsprechender digitaler Formate. Der Wissenschaft als Ganzes und insbesondere der internationalen Wissenschaftskooperation kommt in der aktuellen Krise eine herausragende Rolle zu. Die internationale Forschungszusammenarbeit zu Impfstoffen, auf die wir unsere Hoffnung auf eine gewisse Normalisierung des sozialen Lebens setzen, zeigt in aller Deutlichkeit, dass globale Probleme nur in globalen Netzwerken gelöst werden können. Selten war die Bedeutung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Ländern über alle ideologischen und politischen Grenzen hinweg so groß und für jedermann so offensichtlich. Das steigert das Ansehen der Wissenschaften und betont die Wichtigkeit des internationalen akademischen Austausches. Die Eröffnung der neuen Außenstelle Bogotá erfolgt darum zum richtigen Zeitpunkt und ich freue mich sehr, dass wir den internationalen wissenschaftlichen Austausch in dieser für Lateinamerika so zentralen Region zukünftig noch stärker unterstützen werden. Mit diesem hoffnungsvollen Ausblick wünsche ich Frau Schulze und ihrem Team alles Gute für die Arbeit der Außenstelle und Ihnen, meine Damen und Herren, eine interessante Veranstaltung. Nutzen Sie die virtuellen Möglichkeiten zum Networking und diskutieren Sie mit den geladenen Experten am heutigen und morgigen Tag. Vor allem aber bleiben Sie in Kontakt mit uns und offen für neue Formen der Zusammenarbeit mit den deutschen Hochschulen.